So, eine ganz traumhafte Aufgabe ist das Tapen der Gleise, bevor man sie altert. Also bei den Gleisen ist es nicht notwendig, aber hier bringt man ja doch etwas andere Farbe auf, um so ein Betongleis quasi zu altern. Und da ist es, glaube ich, dann doch jetzt ratsam, die Schwellen einmal abzukleben, damit die nicht so rostfarben aussehen am Ende. Aber das werden wir dann sehen, wie das Ergebnis ist. Ich nehme dafür hier ganz normal das Klebeband, wahrscheinlich, also Kreppband. Wahrscheinlich ist es auch, wenn man das in 2 cm, beziehungsweise wie breit sind denn diese Schwellen eigentlich, müsste ich mal nachmessen. Wenn man das in dünnerer Variante bekommt, ist es natürlich einfacher, weil man es dann nicht zerschneiden muss. Aber das klebe ich dann hier quasi so dazwischen. Schaue, dass es ordentlich festgedrückt ist, damit die Farbe auch nicht irgendwie doch auf die Schwellen kommt. Jetzt habe ich sie ein bisschen zu breit geschnitten. Ziehe ich das hier mal weg, damit die Farbe am Ende dann tatsächlich auch auf die Eisen kommt. So. Und dann habe ich hier so ein Stück übrig. Das schneide ich dann nochmal in 2 Stücke.